Was jetzt da aufgekommen ist, vom Coronavirus, habe ich einfach gesehen, ich wohne hier in Düdingen, komme jeden Tag beim Bahnhof vorbei und sehe, ging am Morgen natürlich auch ein riesengroßer Pendlerstrom. Und da ist uns die Idee gekommen, durch das, was wir hier so in grosszügigen Räumen sind und eigentlich Platz sind, dass wir eigentlich für die Pendler, die lieber jetzt nicht mehr auf den Zug gehen, doch hier könnte Arbeitsplätze anbieten. Und so können wir 5-6 Arbeitsplätze einrichten. Einerseits, wo genügend Distanz hat zueinander, also sicher die 2 Meter ist kein Problem. Wir stellen unsere Infrastruktur wie das Office-Gerät, das man kopieren, drucken, scannen zur Verfügung, die Kaffeemaschine, den Frigor, wenn man etwas wollte, das Reichen zu kalten tun. Wir haben einen Besprechungsraum, den man könnte brauchen, wenn man mal gerne eine Videokonferenz machen und die anderen nicht würde stören. Also einerseits haben wir hier mal Desinfektionsmittel, wo wir jeder, der hier reinkommt, sicher würde bitten, die Hände und so zu desinfizieren. Und es ist nicht klar, dass wenn jemand nicht geht, dass man auch die Arbeitsoberflächen wie auch die Bedienung von der Kaffeemaschine oder beim Kopieren, dass man das nicht um mich würde reinigen.